So, weiter geht's in Pseudo-Regalia oder Pseudo-Regalia, wie auch immer. Und ich kann mich nicht satt sehen, satt spielen. Wir haben es wieder Viertel vor eins. Aber gut. Ich glaube, länger als eine halbe Stunde mache ich jetzt nicht, oder? Ich überlege gerade. Ich könnte jetzt natürlich die Gebiete da abgehen, die noch da offen wären. Links. Also eigentlich sind nur links, oder? Ja. Oder ich gehe. Na, wie heißt es? Hä? Moment. Bin ich nicht in dem langen Gang jetzt gerade eigentlich? Ich muss eigentlich jetzt durch die Tür hier nicht, irgendwie. Ah. Deswegen kam ich hier nicht weiter. Ja, oder ich kümmere mich halt um die Sachen, die ich noch offen habe. Damit ich die nicht vergesse. Das wäre auch eine Option. Ansonsten habe ich relativ erfolgreich heute ausnahmsweise mal endlich. Na, wie heißt das? Kena weitergespielt. Die Aufnahme scheint flüssig zu sein, weitestgehend. Elden Ring habe ich dann auch noch 3 Minuten getestet. Das sah auch gut aus. Was zum. Okay, ja, gut, damit kann ich leben. Damit eher weniger. Wieso rolle ich jetzt nicht runter? Ach, kann das sein, dass wenn ich. Ah, wenn das eine runde Wand ist, dann bleibe ich dran kleben, weil ich immer wieder eine neue Wand anfange. Und dann wird das Ding quasi immer wieder resettet mit dem Runterrollen. Das könnte. Was war das? What the fuck? Das sieht merkwürdig aus. Und irgendwie ist die Musik hier extrem leise. Ich mach mal ein bisschen lauter für mich. Aber ich glaube, der Sound passt immer noch. Irgendwas, irgendwas, nö. Bin ich auch nur hier oben? Hier so langsam, ja, es ist doch schon mittlerweile ganz gut. Uff, okay. Ich hasse solche Stellen. Okay. Ah, jetzt habe ich das eine Gitter hochgelassen. Okay, lass ich raten. Das ist dann für die Klunker. Bestimmt. Was haben wir hier? Sollte ich das irgendwo herkennen, diesen Weg? Hab ich schon mal irgendwann irgendwo gesehen? Nee. Wow. Wow, dass ich das irgendwie überlebt habe, wundert mich gerade. Oh Gott. Das bringt mir rein gar nichts, oder? Ja. Schade. Ich dachte, das bringt irgendwas. Es schreit aber hier irgendwie eher nach einem Dingens. Einem Secret oder so, einfach nur. Ich hätte auch dann darüber dahin gekonnt, anscheinend. Okay. Jo. Ja. Und einmal rüber. Wow. Sollte zwar nicht so, aber leg dich wohl down, bevor du irgendwas machen kannst. Okay, gut. Mittlerweile sind die eine Lachnummer. Also gerade jetzt habe ich über mir das Gitter runtergelassen. Viel einfacher so. Wow. So. Ich liebe dieses Gameplay irgendwie echt, auch wenn es manchmal extrem nervig ist, aber grundsätzlich liebe ich es irgendwie. Das war ein Reflex. Bin mir das irgendwas? Okay, was für ein Tor habe ich jetzt hochgelassen? Wenn es nicht dieses Tor hier ist. Interessant.
glaube, den kleinen Gegner lohnt sich das nicht wirklich, oder? Achso, scheiße. Wenn ich auflade und den Balken habe, dann zieht das ja die Energie daraus. Okay. Jetzt habe ich das Tor offen. Aber das erklärt jetzt noch nicht, was hier noch ist. Ist überhaupt noch irgendwas? Anscheinend nicht. Behaupte ich mal. Das war dieser Weg, der kam ich her. Boah. Komm ich wohl? So. Ja, wieso komme ich jetzt schon nicht rauf? Oh. So. Oh mein Gott, man kommt hier sogar rauf. Irgendwie. Bringt nur rein gar nichts. Boah. Komm, was soll das denn? So. Karte angucken. Den Weg bin ich gegangen. Im Kreisraum war ich auch. Bin ich nach oben gegangen. Dann dahin. Waren da zwei Gitter, die ich betätigen musste? Das kann sein. Hm. Das ruft irgendwie nach Boss hier so ein bisschen. Oh, auf dem leeren Thron. Ah, da war ja was. Ich musste sogar für so einen Schlüssel hierher. Oh, nice. Major Key. Jetzt brauche ich nur noch den aus dem Underbelly, oder? Und dann sind mir auch mittlerweile fast alle Wege mittlerweile ausgegangen. Castle Sansa, nö. To Underbelly, könnte ich da hin? Aber erstmal will ich ins Theater diese dumme Herausforderung schaffen. Villite Theater. Okay, da unten einfach hin. Krasse Sansa will ich jetzt nicht. Dann bin ich aber hier doch eigentlich fertig, oder? Nichts mit dem Time Trial. Okay. Behaupte ich einfach mal. Hoffe ich. Einmal speichern so viel ist besser als einmal zu wenig. Wait a second, kam ich nicht sogar von hier? Ja, von hier kam ich. Egal. Zack. Ach, so können sie so. Nee, ich war nicht hier. Hätte mich hier rüber gekonnt. Ich würde sagen, vielleicht wäre ich hier beim letzten Mal einfach gar nicht weitergekommen. Okay, gut. Wow. So. Das war der dumme Gang. Was mache ich da? Falscher Move-Oni. Ich wundere mich immer wieder, wie ich hier gerade so gut durchkomme. Ich bin bisher nicht einmal dran angeeckt, irgendwie. Aber okay. Also, jetzt ist da ein Stuhl. Nein. Eine wilde Pflanze. Aber hier ist ein Safe-Stein, von daher ist mir das egal. Wenn ich dahin will, wo ich hin will, dann muss ich hier unten lang gehen. Ich glaube, ich muss niesen. Oder? Ja. Ja, wow. Fliegen glatt die Kopfhörer runter. Also, fast runter. So. Warum gibt es Bubble hier mitten in der Luft? Hätte man auch den Weg ohne Water Slides machen können? Bestimmt irgendwie. Teilweise wirken die Gänge ein bisschen sehr upscaled. Von der Distanz aber, okay. So. Ist nicht irgendwo ein Speicherstein?
Ach so, oh nein, die Upgrades muss ich auch wieder einsammeln. Kann ich darauf stehen? Ja, kann ich. Ah, einfacher zum letzten Mal. Wow. So. Zack. Was für ein Upgrade war das nochmal? Wow. Also das war das Ding. Okay. Ich tue einfach so, ob ich wüsste, welches wäre. So, habe ich den Weg noch im Kopf. Ja, weitestgehend. Und dann verkacke ich den Sprung. Ich sollte auf meine AP diesmal achten. Wow. So. Genau, runterfallen. Weil das deutlich einfacher geht. Scheiße. Das kann ich hier schnell vergessen. Ah ja, 20 Sekunden schaffe ich nicht mehr. Wobei. Nee, schaffe ich nicht mehr. Und dahin komme ich jetzt auch nicht mehr von hier aus. Ich fällt gerade auf, ich komme auch relativ schlecht anscheinend hier an Leben ran gerade. Also irgendwann muss ich wahrscheinlich einmal resetten. Ja gut, fuck. Und da unten wieder zurück, nee. Ist doch völlig einfach von hier da runter zu rutschen und dann dahin. So. Bis hierhin ist es ja auch eigentlich rein distanzmäßig gut. So. Und jetzt hänge ich hier aus irgendwelchen Gründen ganz dumm. Oh. Spoilsmus hier, ja, Spoilsmus hier. Mach mal so. Ja, nein. Scheiße, das war so gut. Unter 20 Sekunden dafür. Achso, ja gut, so soll man das eigentlich machen. Blase erwischen.
da ranspringen und dann mit dem Aufgeladen darüber springen. Aber das dauert doch echt viel länger, als wenn ich da einfach runterspringe. Klar, das wäre der Weg, ohne Damage zu nehmen, aber... Nö. Wie Zeit man da verschwenden würde an der Wand. Viel zu viel. Langsam brauche ich einen Plan B. Wow, ja. Muss ich nur hier irgendwie halbwegs gut machen. Ja. Ja. Oh mein Gott, ich hab's. Wieder 5 Sekunden geschafft. Na, jetzt wird's also auch knapp. Okay, wo ist ein Save Point? Wo ist ein gefundenes Save Point? Class, get new outfit. Classy. Das finde ich eigentlich sogar auch ganz nice. Auch wenn das irgendwie extrem bitchmäßig rüberkommt. Aber gut, die trägt, sonst trägt sie einfach keine Hose und jetzt trägt sie halt. Oder Westernhemd. Ich glaube, das nehme ich erstmal. Sind zwar nicht mehr halb nackt untenrum, aber was soll's. Also, untenrum sind wir nackt, obenrum sind wir halb nackt. Underbelly bleibt doch nur noch, oder? Oh, Frage. Wenn ich jetzt diese ganzen Schlüssel habe, habe ich danach eigentlich das Spiel durch? Oder kommt da noch irgendwas? Weil irgendwie gehen, glaube ich, dann auch die Wege aus. Oh, muss ich überhaupt hier lang? Okay, ich will jetzt einfach nur aus Prinzip da unten lang, weil ich noch nicht weiß, wo ich da ankomme. Da scheint es einen neuen Weg zu geben. Hm. Würde man überhaupt nicht machen, weil jetzt noch ungefähr bis zu. Ja, vielleicht mache ich jetzt auch noch das mit dem Underbelly fertig. Stimmt, warte mal, hier waren doch auch noch Wege. Stimmt, die habe ich auch noch nicht angeguckt. Moment. Und dafür fehlt mir sogar noch ein Schlüssel. Das ist aber der Raum, wo ich. Nee, muss ich nicht. Sansa Keep. Okay. Ja gut, das ist einfach nur ein Weg hierher. Brauche ich aber nicht. Gut. Einfach nur ein Weg ins Keep. Wieso ist das Keep, über dem Schloss? Wo kriege ich den Schlüssel noch hier, den letzten dann? Warte mal, ich habe gerade noch was auf der Karte gesehen, oder? Ja, das Ding. Stimmt, ich weiß noch, wo ein Herzding ist. Da wo ich jetzt auch hin will eigentlich. Warte, wenn ich jetzt da hingehe, gehe ich jetzt nach unten. Das ist richtig, oder? Ja. Müsste. Links. Also rechts so gesehen. Wow. Stylish. Wow. Stimmt, hier hätte ich die Dinger runtergehauen mal. Das, ja gut, das wäre so gesehen, wenn man von beiden Richtungen kommt und er sich ausgegangen wäre, dann wäre das sogar ein Shortcut gewesen, den man direkt nutzen kann. Da oben ist nämlich noch so ein Herzding, glaube ich.
Ja, ich hatte ja gesagt, ich brauche noch irgendwie einen Roar Run oder so. Zack. 7 Herzen? Okay, das ist ein bisschen krumm, aber okay. Ich hab nicht mal die Dinge bisher voll. Bin da unten drunter nie lang gegangen? Oh mein Gott. Warte mal. Ist es weiter oben? Kam ich nicht von hier aus? Jetzt hört es mich wieder am Keep. Ach so, ich bin aber den Weg nie zurückgegangen. Kann das sein, dass er deswegen Probleme hat damit? Das hier. Das ist der Raum, wo ich den Skill für den Lunch bekommen habe, glaube ich sogar. Also den Pogo-Stick. Wenn ich jetzt hier wieder hingehe, habe ich dann die Markierung. Also ich bin echt nicht zurückgegangen, okay. So, ich guck mal ganz kurz auf meine Map, ob ich noch irgendwo Kanten sehe. Listless Library wäre halt noch so eine Option, wo ich nochmal gucken gehen könnte, jetzt mit mehr Skills. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, überall die extra Wege abgeschlossen. Also wie gesagt, Listless Library und von da aus vielleicht sogar in The Belly noch nicht dahin kommen von hier aus. Dafür muss ich dann dahin. Gut. Wow. Ja, ihr kommt mal. Na komm. Ah. Was war das für ein komisches Vibrieren? Das ist der komische Raum. Ist da was in der Ecke? Moment. Oh mein Gott. Tatsache. Das ist mies und gut versteckt, aber sowas von. Okay, so mies können auch Items versteckt sein, ja. Ist halt die Frage. Ah, da ist doch noch ein Weg. Okay, Moment. Bloß habe ich noch irgendwas gesehen. Achso, nee, das war der mit dem Schlüssel, der Weg. Ja, das war der, wo man den Schlüssel braucht. Und dafür brauche ich erstmal jetzt den Schlüssel, wo auch immer der ist. Entweder noch irgendwo in Listless Library oder noch unten im Dingens. Belly. Oh nein, das ist auch noch eine Herausforderung. Oh no. Ich weiß, da war ich schon, aber was war da nochmal? Der Raum, der einen irgendwie dahin bringt. Yeah. Schalter sind für mich irrelevant, oder? Naja, und das war dann hier. Da fehlt mir ein Schlüssel für. Hier OBS ruckelt gerade, aber okay. Würde mich ja wundern, wenn jetzt hier noch was wäre wieder. Das ist immer noch merkwürdig. Listless Library. Jetzt habe ich auch die Map. Jetzt kann ich die Map in Ruhe angucken. Ja, da fehlt mir auch noch ein Weg. Okay, und da wird mein Schlüssel sein. Gehe ich davon richtig aus? Ich brauche dafür einen Schlüssel. Ach du Scheiße. Mir fehlen schon 2 Schlüssel jetzt gerade. Oh boy, wo sollen die noch sein? Oh shit. Wo sind denn jetzt noch Schlüssel? Den hatte ich gemacht, ja.
Was haben wir hier nochmal für eine Fähigkeit bekommen habe, aber okay. Ganz dumme Frage, ist hier hinter einem Sockel irgendwas, so à la Ocarina of Time? Wassertempel? Nee. Hier ist ein Safe-Stein zumindest. Hab ich das eine halbe Stunde? Ich würde sagen, noch bis zum nächsten Savepoint oder so. Oder andersweise hier noch lang. Sehe ich nichts. Gut. Hier geht der Raum. Oh, da ist was. Moment. Da war ich bestimmt nicht. War ich auch nicht. Aber das erklärt irgendwie zumindest halbwegs, wie man jetzt hier vernünftig langkommt, aber wo ist denn der normale Schalter dann? Achso, es gab gar... Ich musste hier gar nicht so dumm hochspringen. Oh mein Gott. Wäre so einfach gewesen. Ich habe mal irgendwie mich umgeguckt, vernünftig. Mein Springen muss ich trotzdem dann hier. Von daher... War auch so ein Spiel, das kann man theoretisch öfter spielen, theoretisch. Aber irgendwie auch nicht, weil ich glaube, mir würde echt das Movement dann fehlen. Aber Custom Maps wären wieder so eine Sache dann. Gibt's aber zu wenig von. Ah ja, lass ich raten, da oben drauf ist auch noch irgendwas. Hier oben drauf ist nichts. Okay. Fehlt jetzt echt hier ein Schlüssel in der Library? Also für die Library fehlt mir ein Schlüssel. Wie schön man jetzt die Shortcutten kann auch noch. Oh mein Gott. Hätte ich nicht damals schon einen vierten Kick haben können? Viel einfacher. Ich wäre einfach da unten hochgekommen wahrscheinlich. Ja, und hier war nur das Lebensupgrade, glaube ich. Oder so eine grüne Kugel, ich weiß es nicht mehr. Oder war hier der Schlüssel? Nee. Nix Schlüssel. Okay. Kann man nicht alles freilegen. Gut, also hier unten ist nichts mehr. Gut. Da geht's auch noch ins Keep hoch. Ein Dungeon könnte halt noch was sein. Und schön, wie sie eine Geste macht, wenn sie auf die Map guckt. Nettes Detail. Sehr nettes Detail. So, die darf ich mir auch noch einen Schlüssel. Wie haben wir denn jetzt noch einen Schlüssel? Also wo komm ich noch her? Weil das hier halt bin ich eigentlich durch, würde ich behaupten. Ja, die ja, der Dungeon vielleicht noch. Das Theater bin ich definitiv durch. Also entweder im Sansa Keep selber noch. Der Empty Bailey. Von da aus komme ich auch in den Dingens runter. Also entweder im Sansa Keep. Oder... Wo bin ich eigentlich jetzt dann? Achso, nee. Castle Sansa, wo ich jetzt bin. Irgendwo versteckt in irgendeinem Raum, wo ich schon mal war. Frage ist, brauche ich die? Ich glaube nämlich nicht. Das ist optional wahrscheinlich jetzt noch, was ich jetzt sammeln kann. Ich bin mal ganz stark davon aus, dass es ab jetzt optional ist, was ich machen kann.
Da komme ich dann zum Bailey. Da will ich auch irgendwie hin, weil da komme ich dann recht simpel auch runter. Gibt es irgendwo eine Option, dass hier irgendwo recht simpel noch ein Schlüssel versteckt ist? Ist hier noch irgendwo was unten versteckt, vielleicht sogar? Ich habe hier eher stiefmütterlich umgeguckt, ganz zu Anfang. Nee. Die Gitter komme ich nicht. Glaube nicht wirklich. Wow. Da unten drunter vielleicht. Hier habe ich mich nicht umgeguckt. To be fair. Aber hier ist auch nichts. Und da oben ist noch der Hauptweg und dann komme ich darüber und dann komme ich da in den runden Raum. Und dann bringt mir der Raum hier auch nichts. Da komme ich wieder nur dahin halt. Und da komme ich nur in den Rundweg zum Theater. Wenn ich da überhaupt irgendwie hochkomme, vernünftig. Und jetzt wird es trotz Map recht schwer, noch einen Weg zu finden. Oder halt einen Schlüssel in dem Fall zu finden. Kann ich da unter was finden? Wahrscheinlich nicht, nee. Au. Wahrscheinlich, dass ich hier unten drunter was finden kann. Ja gut, das habe ich erwartet. Hier gab es nur die Map. Ja, mir gehen gerade die Ideen aus. Also ich weiß, dass ich halt zum Valley runter kann. Da ist noch so ein Missionsding. Aber dann war es das auch schon. Theater. Dilapidated Dungeon. Wow. Ging es noch irgendwo hoch? Nö. Ganz runter will ich jetzt eigentlich nicht. Ja, das ist Sansa. Was ist mit denen? Achso, das sind einfach nur Verbindungswege. Rein optisch. Okay. Damit die Karte da nicht dumm gezeichnet werden muss. Hier noch irgendwie was, was ich so im Nachhinein jetzt finden kann. Oh, stimmt, da ist noch was. Theoretisch, da ist noch das Loch in der Decke. Und ich komme jetzt hier auch hoch, theoretisch. Und aus irgendwelchen Gründen wird es hier extrem dunkel. Warum ist das so dunkel hier auf einmal? Da ist ja kein grüner Raum hinten dran. Ist hier nur eine Fake-Wand? Ich würde ja behaupten, da oben rein, aber da komme ich nicht rein. Das bringt wahrscheinlich nichts. Nope. Nö. Ich meine, ich kann versuchen, mich genau drunter zu stellen.
Spiel, das Geräusch ist immer gleich. Wenn ich lange noch warte, ziehe ich irgendwas hoch. Nö. Ich weiß doch nicht, von wo ich runterfallen müsste jetzt hier. Um dahin zu kommen. Vielleicht ist die Karte auch einfach nur oben abgeschnitten. Aber der Raum daneben ist, der ist auf gleicher Höhe, oder? Links. Und trotzdem ist da eine grüne Kante oder eine weiße Kante. Genial. Anhalten. Nee, ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das rechts ein Stück höher. Das könnte echt abgeschnitten sein, einfach. Behaupte ich mal. Ist hier oben vielleicht noch was drauf? Komme ich da irgendwie überhaupt hoch? I never do it again. I just want to get out of here. Nee, ich sehe jetzt aber auch nichts hier leuchten. Würde ich erkennen, oder? Wow. Nein, 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 ich will nur hier oben drauf stehen. Oh mein Gott, hier ist ein Schlüssel. Gained a small key to this piece of the views on the locked door. Ach du Scheiße. Hier ist wirklich ein Schlüssel gewesen. Oh mein fucking Gott. Jetzt ist nur die Frage mehr oder weniger noch in dem Moment. Welche der beiden Türen öffne ich? Oh. Hier war ich theoretisch auch noch nicht. Hier war ich wirklich noch nicht. Da kam ich nicht weiter beim letzten Mal anscheinend. Also beim ersten Mal. Noch ein Lebensfragment? Ich meine, 7 finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig als Lebensanzahl, aber trotzdem. What the hell? Naja, dann halt so. Okay. Dann könnte aber auch noch irgend... Gott, wo könnte noch einer sein? Im Untergrund könnte noch ein Key versteckt sein, in der Theorie. Bringt mir aber jetzt der Weg hier eigentlich auch gerade relativ wenig, oder? Na gut, ich kann, ja gut, wenn ich jetzt eh schon hier bin, kann ich von hier aus in den Underbelly gehen. Wie soll ich durch das Leiden üben? If I'm not mistaken. Und irgendwas war hier. Also hier war die Slide-Fähigkeit. Gut, und dann kam ich nämlich hier wieder raus. Und kann dann da unten durch. Gut. Naja, der Secret Weg. Da geht es echt noch wieder zurück zum Anfang. Ja, nee, da war ich jetzt wirklich. Da. Also da sollte nichts mehr sein. Gut. Dann gehe ich jetzt noch hier im Underbelly so weit, bis ich den nächsten Safe Point finde, mache ich da Schluss. Muss da, glaube ich, hin, oder? Ja. Vergessen, hier fallen irgendwie Eiszapfenzähne runter. War ja was. Unnötig creepy irgendwie hier. Hm. So, Underbelly. Ach so, ich war. Oh, das war ja das Ende von diesem riesigen Dungeon-Ding. Also da komme ich wieder zurück. Dieses Dungeon-Ding hatte ich durch, oder? Da dürfte auch keine Fähigkeit mehr sein. Glaube nämlich nicht. War das der Rausweg? Bin mir gar nicht sicher. Ich
Es ist der Weg wieder zurück in den Dungeon. Warte mal, aber dann heißt es doch eigentlich. So. Aha, was haben wir denn hier? Hier war ich vorher nicht. Komm, wenn jetzt hier irgendwie ein Schlüssel ist, dann bin ich happy. Sneaky versteckt. Ah, lass ich raten. So rein positionsmäßig ist das die eine verschlossene Tür oben, die ich jetzt im Kopf habe schon. Die im Hauptraum. Also ich nenne es mal Hauptraum. Ich gerade richtig? Ich glaube ja. Wow. Deep. Okay. Was mache ich da? Moment, mal kurz gucken. Und hier kam ich. So. Hier ist ein Weg und da ist ein Weg. Okay. Warum sind hier so viele Labyrinthe unten? Das ist der Rückweg. Okay. Nee, warte mal, wo bin ich jetzt denn? Bin ich hier in dem Keep? Oh mein Gott. Aber hier ist ein Speicherstein, das ist gut. Ach so, und dann... Ja, okay. Ja, mache ich das jetzt noch oder mache ich das beim nächsten Mal? Ich weiß halt, ich habe halt noch theoretisch ein bisschen Zeit. Ich weiß aber nicht, was noch kommt. Beim Tower könnte noch ein Boss kommen. Und ich muss noch den anderen Belly machen und die beiden Schlüssel dann halt einsetzen. Dann komme ich jetzt nochmal den Weg hier, glaube ich, noch durch. Ich würde auch jetzt wissen, was da ist. Underbelly und das Time Trial, den kann ich dann auch noch machen danach. Und dann passt das. Dann jetzt nehme ich das und dann kann ich auch das Finale machen. Ich denke mal, morgen oder so werde ich wahrscheinlich das Spiel beenden. So ganz spontan. Geschätzt. Ich gucke jetzt nochmal hier. Also da komme ich nur zurück. Das ist hier war schon der richtige Weg. Ich mag das Gameplay. Achso, und jetzt das Gitter. Oh ja, super. Ich bin natürlich an der dümmsten Stelle gestorben, wo es hätte passieren können. Wow. Den komme ich doch nur hier an jetzt, also einfacher hoch. Hä? Wieso sollte ich überhaupt hier reingehen, wenn hier nichts... Hä? Das ergibt keinen Sinn, irgendwo muss hier was sein. Hier muss doch irgendwas versteckt sein. Warum soll ich sonst hierher gehen können? Ja, da komme ich dann nur da an. Hä? Ja, schön nämlich. Warum sollte man... Komm doch auch nicht hier an, indem ich dann den anderen Weg lang gehe. Eher schon hier lang eigentlich, weil ich hier einen Weg erwarte. Und hier aktiviere ich den Schalter, um da oben, ja, um das Ding hochzufahren. Was man aber rein gar nichts bringt, dann so gesehen. Und man kommt auch so easy hoch. Ja, und hier ist auch keine Öffnung. Das heißt, hier soll Ende sein. Das ist dumm.
Oder kommt man von der einen Seite gar nicht mehr auf die andere drüber? Kann das sein? Richtig könnte ich es ja verstanden, aber. Kann ich irgendwo. Nö. Damit lande ich ja nur da, wo ich anfange. Ist das dumm. Damit lande ich ja wieder hier, wo ich die Fähigkeit bekommen habe. Hier ist der dumme Käfig. Da kann ich auch nur da lang laufen. Wenn ich jetzt hier gucke, da dürfte auch nichts mehr sein. Dann gehe ich da den Weg zurück, dann komme ich in die riesige Halle. Dann kann ich das machen. Da ist das und da ist das. Ist hier auf der Karte sonst auch irgendwas zu sehen? Nee, nicht wirklich. Da unten links war der Anfang, da ist der große Raum. Und rechts geht's zum Schlüssel. Das Hansa-Käfig, ja, und dann da rechts der Weg. In dem großen Raum. Links, rechts die Schalter aktivieren, dann ist wieder zum Schlüssel. Dann war da der Weg, damit kommt man dann oben rechts quasi hin und von da aus kam ich dann hier oben hin. Und wieder zurück zum Dungeon. Nö, okay, keine Ahnung. Vielleicht als Rückweg gedacht, wenn man die Fähigkeit für Wallruns nicht hat oder so. Vorwärts kommt man anscheinend von hier aus, rückwärts halt nicht. Nicht vernünftig zumindest. Gut, aber dann speichere ich hier. Doppel und dreifach. Hab einen Schlüssel, das ist gut. Main Menu, boah, 47 Minuten. Ist okay, jetzt haben wir es halb eins, nee, halb zwei. Ich kann dann noch in meine Genshin Daddies machen, noch eine Folge Modern Family zu Ende gucken. Also die ich jetzt angefangen habe. Ich hoffe, ich brauche nicht länger für meine Dailies als diese Folge. Und dann kann ich ins Bett. So zumindest der Plan. Ja, gut. Mal gucken, vielleicht werde ich am Morgen schon fertig mit dem Spiel. Wäre schade und gut zugleich. Also es sollte ja ein kurzes Spiel sein. Aber gut, ich sag ciao und bis dann.